hören auf meinen Kanal. Ich bin Nathalie und bei mir dreht sich alles ums Selbermachen. Ich bin Mama, derzeit in Karenz mit meinem dritten Kind, Hausfrau, Haus- und Gartenbesitzerin und deshalb geht es in meinen Videos meistens um diese Bereiche, aber auch immer irgendwie um alles andere. Und wenn ihr da auf der Suche nach kreativem Input seid, dann würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke drückt, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr so einen Stoffeinband für ein Buch nähen könnt. Bei mir ist darunter jetzt ein Babyalbum versteckt, das ein Werbegeschenk war, was ich von inhaltlich und auch von den Illustrationen sehr schön fand, deshalb habe ich es auch verwendet. Aber hier diese Titelseite, der Einband, der darunter liegt, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Deshalb habe ich hier diesen Einband aus Stoff genäht. Ich zeige euch eben, wie ihr das auch für andere Formate berechnen könnt, den Stoffzuschnitt, welche Nahtzugaben ihr verwenden müsst. Da dieser Einband hat auch hier einen Gummizug zum Verschließen. Das könnt ihr natürlich optional machen. Wenn ihr auch, so wie ich hier, Fotos einklebt, dann macht das Sinn, da ja das Buch dann immer dicker wird. Und da ist es dann schon ganz praktisch, wenn man so einen Verschluss hat. Ja, und wie ihr den Einband jetzt nähen könnt, das zeige ich euch jetzt im Video. Hier seht ihr die fertige Buchhülle noch einmal in der Nahaufnahme mit der Applikation und mit dem Gummiband als Verschluss. Wie ihr seht, schlupft der Pappeinband des Buches schön in die genähten Seitenteile, ohne dass es zu locker sitzt, aber auch nicht zu straff. Auch von der Höhe passt die Buchhülle optimal. Sie ist nicht zu hoch, also sie steht nicht über und sie ist auch nicht zu kurz, dass etwas vom Buch hervorblitzen würde. Als erstes messt ihr euch mal aus, wie groß euer Buch ist, für das ihr eine Buchhülle nähen wollt. Die Höhe beträgt hier bei mir 19 cm und die Breite bzw. das, was drumherum geht, sind bei mir 50 cm. Dazu lege ich das Maßband einfach einmal rundherum im geschlossenen Zustand vom Buch. Jetzt müssen die Nahtzugaben dazu addiert werden. Dazu nehmt ihr euer Maß und gebt 2 cm an Nahtzugabe und 0,5 cm als Spielraum dazu. Also bei der Höhe des Buches, die beträgt ja bei mir 19 cm, wären das also die 19 cm plus 2 cm Nahtzugabe plus die 0,5 cm für den Spielraum. Ergibt 21,5 cm. Genauso wird das dann für die Länge des Stoffes gemacht, also für das Drumherum. Hier hatte ich die 50 cm plus 2 plus 0,5 sind 52,5 cm. Somit habe ich auch bereits den Zuschnitt des Außenstoffes und des Innenstoffes, der ja gleich groß ist, berechnet. Also bei mir sind das 21,5 cm mal 52,5 cm. Davon brauche ich ein Stück Außenstoff und ein Stück Innenstoff. Wir brauchen dann auch noch zwei Stück von den Laschen, dort wo der Pappeinband des Buches hineinschlupft. Da habt ihr wieder die Höhe, also die 19 cm. Auch hier rechnet ihr wieder die 2 cm Nahtzugabe und die 0,5 cm als Spielraum dazu. Somit habt ihr die 21,5 cm. Und bei der Breite habe ich mich für 12 cm entschieden. Das Stoffstück wird dann später halbiert, also ist es schlussendlich 6 cm breit. Dieses Maß muss zweimal zugeschnitten werden. Möchtet ihr auch so einen Verschluss aus Gummi anbringen, dann braucht ihr auch noch ein Stück Gummiband. Bei mir sind das 16 cm. Das kann bei euch ein bisschen variieren, je nach Format eures Buches. Hier seht ihr also die Zuschnitte für die Buchhülle. Es sind insgesamt 4 Teile, also hier der Außenstoff und in gleicher Größe auch der Innenstoff und die beiden Seitenteile. Wie gesagt, die Seitenteile werden dann später jeweils der Länge nach halbiert. Bevor die Buchhülle zusammengenäht wird, gestaltet ihr euch die Außenseite der Buchhülle. Ich habe das hier mit so einer Auto-Applikation gemacht und mit dem Namen Frieda. Achtet auch darauf, dass ihr die Applikation auf der richtigen Seite anbringt. Jetzt bereiten wir uns die Seitenteile, also die Laschen, vor. Diese werden
der Länge nach halbiert, also links auf links, dass die rechte schöne Seite außen liegt und dann wird hier knappkantig abgenäht. Ich nähe jetzt hier mit einem Geradstich, relativ knappkantig. Ihr könnt aber auch einen schönen Zierstich verwenden. Vergesst auf alle Fälle nicht, Anfang und Ende der Naht zu verriegeln. Jetzt können die einzelnen Stoffteile aufeinander und zusammengenäht werden. Legt dazu den Außenstoff mit der rechten schönen Seite vor euch hin und legt dann links und rechts die Seitenteile drauf. Achtet darauf, dass die offenen Kanten außen liegen bzw. die abgenähte Seite nach innen zeigt. Der Innenstoff wird dann mit der rechten Stoffseite nach unten, also rechts auf rechts, bündig oben drauf gelegt. Möchtet ihr jetzt noch so einen Gummiverschluss anbringen, dann klappt ihr auf einer Seite den Innenstoff wieder zurück und legt am Eck rechts unten das Gummiband an. Zum Annähen des Gummibandes habe ich ausgehend von der Ecke unten 8 cm nach außen gemessen und ausgehend von der Ecke 7 cm nach oben. An diesen beiden Markierungen lege ich das Gummiband an, wobei das Gummiband auf der rechten Seite, wie ihr seht, zwischen der Lasche und dem Außenstoff liegt, während es bei der Unterkante zwischen Außenstoff und Innenstoff liegt. Habt ihr die Stofflagen schön bündig übereinander gelegt, dann fixiert ihr sie euch mit Stoffklammern und dann wird auch schon zusammengenäht. Lasst dabei hier eine Wendeöffnung frei, also hier ist dann die Rückseite von der Buchhülle und näht dann einmal drumherum. Ich nähe dabei mit einer Nahtzugabe von 1 cm und mit einem Geradstich. Ich kürze an den Ecken die Nahtzugabe zurück und schneide auch das überstehende Ende vom Gummiband ab. Als nächstes wende ich die Buchhülle, also ich drehe das Innere nach außen. Mit einem schmalen, stumpfen Gegenstand forme ich die Ecken der Buchhülle schön aus. Jetzt muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Dazu klappt ihr euch die Nahtzugabe nach innen, fixiert sie euch mit Stoffklammern und verschließt sie entweder per Hand oder näht mit der Nähmaschine knappkantig drüber. Jetzt nur noch das Buch in die Hülle stecken und voilà, fertig ist eure selbstgenähte Buchhülle. Hat euch mein Video gefallen? Dann drückt doch die Glocke und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt voilà.